Ey, ich fass es nicht. Das ist echt unter aller Kanone hier. Ja, es ist unter aller Kanone. Hallo, liebe Deutschlernende. Heute sprechen wir über die Redewendungen unter aller Kanone beziehungsweise unter aller Sau. Ja, eine Kanone, ja, ist eine große Waffe, ja, und man zündet die Kanone an und dann kommt eine große Kugel aus der Kanone, ja, das ist eine Kanone, ja, und eine Sau ist ein Schwein, ja, ein weibliches Schwein, das ist eine Sau, ja, und aus irgendeinem Grund sagt man im Deutschen unter aller Kanone beziehungsweise unter aller Sau, wenn etwas sehr, sehr schlecht ist. Ja? Sau ergibt Sinn. Ja? Eine Sau ist dreckig, eine Sau suhlt sich im Matsch, ja? Eine Sau macht sich dreckig und wenn etwas noch unter der Sau ist, ja, und oder unter aller Sau sogar, ja, unter allen Säuen sozusagen, dann ist etwas sehr schlecht. Ja. Ja, die Kanone ist eine Waffe und dann Krieg ist schlecht, ja, und vielleicht sagt man das deswegen, oder vielleicht war es sehr dreckig unter einer Kanone. Wer weiß, ja? Auf jeden Fall sagt man unter aller Kanone oder unter aller Sau, wenn etwas sehr, sehr schlecht ist. Ja? Man sagt, ach, das ist so schlecht, das geht gar nicht. Ja, das ist unter aller Sau. Ja? Und ich bin entsetzt, ja? Ich bin schockiert, dass es so schlecht ist. Ja, es ist wirklich unter aller Sau. Es ist unter aller Kanone. Okay, jetzt hast du wieder etwas gelernt und wenn du etwas echt schockierend schlecht findest, dann kannst du sagen, das ist echt unter aller Kanone. Das ist echt unter aller Sau. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen. Tschüss!